Die Entschuldigung von Martin Auer. Das Stück spielt in Wien im Jahr 2018. Ja, ich bin Armin Wagner. Ja, sehen Sie, es ist so, Ihre Großeltern wurden doch in Treblinka... Ja, ermordet, umgebracht, vergast. Ja, und dafür wollte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigen? Wie kommen Sie dazu? Sind Sie der Bundespräsident? Sie haben also einen Stolperstein setzen lassen, hat mein Vater gesagt. Ja. Das sind diese Messing-Vierecke im Gehstock, nicht wahr? Ja, genau. Stört es Sie nicht, dass Sie die Hunde draufbinden? Es gibt Freiwillige, die das sauber halten. Ja, und viele Hausbesitzer wollen sowas nicht an ihrer Hauswand. Wie viele gibt es eigentlich davon? In Wien, ja, so ein paar hundert, vielleicht tausend. 60.000 müssten es sein in Wien. 60.000? Aber das geht doch nicht. Da wären ja in jeder Gasse welche. Ja. Also ich mag jüdische Musik. Chiri, chiri, bing, bing, bing. Chiri, chiri, bing, bing, bing. Ja, vielleicht hat ja... Mein Vater, Ihr Großvater, Ihre Großmutter selber aus dem Wagen. Ach, hören Sie doch auf mit dem Hollywood-Schmarrn, das ist doch widerlich. Och, es tut mir aufrichtig leid. Ehrlich, es tut mir aufrichtig leid. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich Scham empfinde und treue. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Herr Berger, ich nehme an, dass Ihr Vater nicht mehr lebt. Nein, er ist 1992 gestorben mit 80 Jahren. Wäre es nicht angebracht, mit Ihrem Bericht an die Öffentlichkeit zu gehen? Mit welchem Bericht? Die Leute haben genug davon. Sie wollen es nicht mehr hören. Dass ich das gut finde. Nein, es ist traurig. Aber es ist halt die Tatsache. Wissen Sie, was Sie sehen? Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Aber für mich sind Sie nichts als ein wehleidiger Feigling. Sie drängen sich mir auf. Sie drängen sich in meine persönlichsten Angelegenheiten. Sie wollen, dass ich Sie von Ihren Schuldgefühlen befreie. Aber Sie haben sich nie für die Einzelheiten interessiert, weil das zu schmerzvoll gewesen wäre. Sie haben sich nie gefragt, warum das eigentlich alles passiert ist, weil das zu anstrengend gewesen wäre. Und Sie wollen nichts dazu beitragen, dass es nicht wieder passiert, weil Sie sich dafür exponieren müssen. So, hören Sie, jetzt reicht's mir aber. Sie haben kein Recht, meinen Vater zu beschimpfen. Er hat sich bei Ihnen entschuldigt. Er hat Ihnen gesagt, wie leid es ihm tut. Er will sich mit Ihnen versöhnen. Aber Sie wollen ja überhaupt keine Versöhnung. Sie wollen unsere Familie an den Pranger stellen, öffentlich. Dass wir wieder als die Schuldigen darstellen, damit Sie sich weiterhin als Opfer aufspielen können. Warum haben die Juden 2000 Jahre europäischer Geschichte verstanden? Ganz einfach. Weil man sie gebraucht hat. Als Handwerker, als Kleinhändler, die die Waren aus den Städten zu den Bauern gebracht haben, als Fernhändler, die Güter aus dem Orient in den Westen gebracht haben, als Ärzte, als schreibkundige Gutsverwalter und Steuereinnehmer, als Geldverleiher und Bankiers, die den Fürsten das Geld für ihre Hofhaltungen und ihre Kriege besorgt haben. Aber wenn Juden so nützlich für die Gesellschaft waren, warum hat man sie dann als Fremde verfolgt? Warum hat man ihnen nicht die gleichen Rechte zugestanden wie allen anderen? Ganz einfach. Weil sie als Fremde, als nur Geduldete, noch nützlicher waren. Was heißt, du weißt nichts? Ich habe dir doch alles erzählt. Ja, aber keine Details. Keine Details. Alles
habe ich dir erzählt, was er mir anvertraut hat, der Dreckskerl, obwohl ich es gar nicht wissen wollte. Also habe ich ihn gefragt, als er zurückgekommen ist, was ist los mit dir, bist du auch einer von denen? Und da hat er mir alles gesagt. Und er hat gesagt, dass er bereut, wie leid es ihm tut. Immer wenn er nicht schlafen konnte, hat er mir alles erzählt. Scheußliche Sachen. Ich wollte das nicht hören, aber er hat gesagt, es plagt ihn so, er muss es loswerden. Von dem Mädchen, das nicht in die Gaskammer hat gehen wollen. Oder ich habe ihm gesagt, dann geh doch zur Polizei und stell dich. Vielleicht geht es dir besser, wenn du deine Strafe bekommst. Nein, hat er gesagt, das geht nicht. Das ist er den Kameraden schuldig, hat er gesagt. Er will kein Verräter sein, das ist gegen seine Ehre. Aber warum hast du mir das nicht schon längst gesagt? Warum hast du mich in dem Glauben leben lassen, dass ich der Sohn von einem Nazi bin? Na, weil ich nicht wollte, dass du glaubst, dass du ein Bastard bist. So wie ich erzogen bin, das ist doch eine Schande. Eine größere Schande, als einen Nazi zum Vater zu haben? Wenn du das sagst. Also bin ich nicht der Sohn von einem Nazi. Also habe ich mich sonst schuldig gefühlt. Die ganze Zeit. Also geht mich das alles und gar nichts an.